Wir schreiben das Jahr 2022. Ein kleiner YouTuber hat sich vorgenommen, den Leuten etwas mehr Freude und Farbe ins Leben zu bringen. Und das mit bunten Klemmbausteinen. Dieser kleine YouTuber, das bin ich, euer bunte Steine-Fan. Und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und ihr seht schon, ich habe euch heute ein weiteres Lego City Set mitgebracht. Die 60312, das Polizeiauto aus diesem Jahr. Wir haben hier 94 Teile, Originalpreis 9,99 €. Eine schöne Minifigur ist mit dabei, wie wir sehen können. Und ja, das ist jetzt das zweite Polizeiauto, was man so kaufen kann für seine Lego City. Das erste, das hatte ich euch schon mal vorgestellt gehabt. Da werde ich, wenn ich mich jetzt noch dran erinnere, das Video mal verlinken, wenn ihr euch das gerne anschauen wollt. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal an, was sich in der Box befindet. Ah, das ging schnell, das geht gut. So, Box ist gut gefüllt. Und schauen wir mal, was drin ist. Box ist leer. Wir tun das hier hin. Wir sehen schon mal, wir haben hier eine kleine Tüte. Eine große Tüte. Oh, da ist schon die erste Überraschung zu sehen. Das ist ja nett, das ist schön. Und ein Fahrzeugstockgestell und eine kleine Bauanleitung, welche 44 Seiten hat und ja, 38 Bauschritte. Ich werde das Set jetzt für euch aufbauen und bin dann gleich mit dem Review wieder da. Also bleibt dran, bis gleich. So, da bin ich jetzt nochmal. Ich wollte euch einfach jetzt das nochmal zeigen. Also, wir haben jetzt hier angefangen, die Unterkonstruktion von dem Polizeiauto zu bauen. Und man sieht, es ist, wow, es ist wirklich bunt. Also, da hat wieder Lego voll in die Farbpalette gegriffen. Ich könnte mich jetzt nicht erinnern, dass das bei dem ersten Polizeiauto so bunt unten drunter herging. Ja, okay, man sieht es zwar danach nicht mehr, aber es ist interessant. Das wollte ich euch einfach nur zeigen. Wie gesagt, ich baue jetzt weiter. Ist jetzt nicht mehr viel. Und dann bin ich mit dem Review jetzt gleich da im Anschluss. Bleibt dran. Ja, und nach gut 10 Minuten habe ich jetzt gebraucht, steht das Polizeiauto in seiner vollen Pracht und Blüte vor uns mit der Minifigur. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mit der Minifigur an und schauen uns die mal an. Es ist im Grundprinzip jetzt keine besondere Minifigur, also eine ganz normale Polizei-Minifigur. Er hat einen normalen Polizeidruck bekommen. Dass sie ein bisschen die metallischen Teile glitzern ein bisschen. Das ist, finde ich, sehr schön gemacht. Die Hose ist ganz normal, da ist jetzt kein Druck drauf. Auf der Rückseite befindet sich Police und nochmal das Funkgerät, das auch so ein bisschen glänzt. Das ist sehr schön gemacht. Sieht wirklich gut aus. Ist halt ein Standard. Polizeidruck. Gesichtsausdruck ist ja Hauptsache, naja, man hat ihm einen Bart mitgegeben, das ist schon mal sehr schön. Aber ansonsten ist das jetzt auch nichts wirklich Besonderes. Kein zweiter Gesichtsausdruck und die Kopfbedeckung, ein ganz normales Cappy, den man ihm verpasst hat. Und außerdem hat er noch so eine Lampe noch mit dazu gekriegt. Das hat mich gewundert, das ist eigentlich so ein Wasserhahn. Das jetzt als Lampe zu verwenden, weil normalerweise gibt es ein anderes Teil dafür, was bisher verwendet wurde. Aber gut, okay, funktioniert auch, sieht aus wie eine Lampe, macht was her, funktioniert, ist okay, kein Problem. Kommen wir zum Auto, würde ich sagen, ja, wir kommen zum Auto, da ist das Autochen, er steht vor uns und der ist auch ganz schön tiefer gelegt, also man sieht schon, der, ja, ich würde sagen, wir messen ihn mal kurz aus. Wir haben eine Länge von guten 12 cm, eine Breite von Kotflügeln 5,5 cm und eine Höhe von guten 4,5 cm. Ich zeige euch erstmal von allen möglichen Blickpunkten. Da machen wir jetzt nochmal die Kamera scharf, ja, weil so kann man das besser sehen. Ja, so sieht er jetzt von allen Seiten aus. Ist wirklich sehr windschnittig geworden. Das gefällt mir schon mal. Das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Design. Bisschen erinnert es mich, ich möchte jetzt nicht lügen, an einen Mustang.
Sieht ein bisschen aus wie ein Mustang. Hat so gewisse Ähnlichkeit mit einem kleinen Mustang, würde ich jetzt mal sagen. Positiv. Keine Aufkleber. Das ist ein Druck. Sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, sieht allgemein richtig gut aus. Und die Scheiben, die sehen auch wirklich gut aus. Die sind nicht stark zerkratzt. Die hier fast gar nicht. Die hat hier so eine leichten Kratzer. Und hier vorne ist auch noch mal so ein leichter Kratzer mit drauf. Aber ansonsten geht das eigentlich. Die Scheiben sehen gut aus. Wir können das Dach abmachen, wie immer. Und da ist der Innenraum sehr spartanisch, ein Lenkrad. Und das war's. Ja. Es erfüllt seinen Zweck. Wir haben hier noch mal zwei einzelne Noppen an der Seite. Da können wir jetzt die Taschenlampe anbringen vom Polizisten. Und da haben wir dann auch so wie so ein Licht hier, wie bei den amerikanischen Polizeiautos, dass sie dann so einen Suchscheinwerfer haben. Da kann man das natürlich dann auch so verwenden. Das ist sehr schön gemacht und man kann es wirklich auf beide Seiten machen. Gefällt mir. Wie gesagt, hier ist das Blaulicht. Hier vorne hat er noch ein Blaulicht bekommen. Und auf der Rückseite ganz normal die Rücklichter und richtig schöne fette Endrohre, die er bekommen hat. Dann finden wir hier das Gelb, was dies Jahr bei Lego Inzuschein seid. Bei dem, es ist wirklich, mir gefällt es nicht. Ich sag's gleich, mir gefällt es nicht so sehr. Und hier unten kann man dann halt sehen. Sieht man das Grün und das Orange durch? Ja, gut, okay, ist halt so. Kritikpunkt, den ich jetzt hier sehe, ihr seht es jetzt von der Draufsicht, ist hier hinten das. Das gefällt mir gar nicht. Also da habe ich gedacht, okay, Lego, warum? Hättet auch noch mal ein 2x2er Stein hier reingemacht in Blau, wäre das weg gewesen. Hätten wir hier eine schöne einheitliche Farbe. Aber nee, man hat das weggespart. Einfach, ganz einfach, es wurde weggespart, das Teil. Und dann hier drauf gesetzt und das war's. Man sieht's, es stört mich ein bisschen. Ich finde es auch schade. Und hier hätte man auch noch mal eine 1x4 Fliese hinmachen können, damit die Noppen dann auch wirklich dann weg sind. Aber gut, okay. Das ist halt der allgemeine Sparkurs bei Lego, der ist hier jetzt zu sehen. Ist jetzt der einzige große Kritikpunkt, den ich an dem Set habe. Ja, was machen wir damit? Ein schönes Polizeiauto gefällt mir sehr gut. Ich finde es toll, dass Lego das überhaupt macht, dass man auch Polizeiautos einzeln kaufen kann. Ist perfekt für die eigene Lego City, dass man jetzt mehr Polizeiautos hat und jetzt auch verschiedene halt, dass man jedes Jahr wirklich dann auch ein verschiedenes hat. Finde ich toll, finde ich gut und so als kleines Set für zwischendurch ist das auf jeden Fall nicht schlecht. Der Preis von 10 Euro finde ich wirklich ein bisschen viel, bisschen arg viel. Ich habe es für 7,02 Euro oder 4 gekauft. Da geht das schon. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr euch das Set auch schon geholt habt. Ob ihr die gleichen Kritikpunkte, jetzt wie das mit dem hinteren Teil, ob das auch euch so stört oder jetzt persönlich nur mir so geht. Oh, klappt heute nicht. Entschuldigung. Ansonsten würde ich sagen, lasst mir gerne einen Kommentar da, ein Like. Und ein Abo, das würde mich freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also macht's gut, ciao, ciao, euer Bundesteine-Fan.